Und damit herzlich willkommen zurück zu Time and Eternity. Wir sind jetzt hier im Speichermenü, beziehungsweise im System-Data-Speichermenü. Der hat jetzt gespeichert quasi. Bla bla bla. Sieht da aus Datum, wie spät wir es ungefähr haben. Auf jeden Fall wollte ich noch irgendwann eine Kleinigkeit zu dem Projekt sagen. Und zwar, was wollte ich jetzt sagen? Eigentlich war dieses Projekt ja ursprünglich nicht geplant, weil ich dieses Spiel eigentlich nicht für Let's Play gültig halte, wenn drücke ich das aus. Let's Play fähig, genau. Also im Grunde, im Großteil halt aus dem, aus den Erzählungen quasi der Charaktere. Besteht. Aber ich habe mich entschieden, es doch zu machen, weil sowas so Kleines nebenbei kann man immer mal machen. So, wir müssen natürlich noch mit der Hochzeitsplanerin Weddy sprechen. Okay. Boah. Call me honey. Call me daddy. Call me maybe. Egal. Ich meine, honey, genau. Würde ich zumindest sagen. Weil Daddy ist irgendwie war, pfui. So würde ich, ganz ehrlich, ich würde von meiner Frau nicht verlangen wollen, dass sie mich Daddy nennt. Das klingt ist ja voll wahr. Ja, ich bin dein Vater. Und sowas. Du musst machen, was ich dir sage. Ja. The day of the wedding. Jetzt ist der Tag der Hochzeit gekommen. So. ついに結婚する。今日から一生、僕は時を愛し、守り抜いてみせる。何時は、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しき時も、共に歩み、他の者によらず、死が二人を分かつまで愛し合うことを誓いますか？ Oh, ja, muss ich entscheiden. Sag ich ja oder sag ich nein? Wollen Sie die heiraten? Nein, wir sind ja. Komm, Leute, wir stehen hier nicht umsonst rum, also. Natürlich wollen wir es. Warum soll ich sie erst vor den Altar schleppen und dann sagen nein? Oh!
ここまで男らしい死に方、なかなかありませんよね。僕は今100%かっこよく、そして間違いなくモテる。余計なことを、私ならば一瞬だというの。何何何、トッキー、僕の知ってる君はそんな お手を知りにしくどころじゃ済まなそうな人じゃ。君は一体、初めから私に任せていればな。ひどっ、よくそんなこと一生懸命守ってくれたのに。 いつもの時、おい、うろたえるな。だから君だ、運命を変えられるはずだ。私たちの力を使えばな。力？あ、過去へ行くのね。過去へ行く。 過去へ時間を遡り、襲撃の原因を立てば、カヤツが死ぬ運命は避けられるはずだ。うん。行く先は半年前。ああ、結婚式が襲撃されると言ったあの占い師。何か知ってるはずだね。占いで当たるはずない。もう何が何だかさっぱり。 未来からの訪問であることについて他言は無用だ。過去への干渉は最小限にせねば悪い結果につながる。分かってる。行くよ、とは。あ、とは時を舞い戻れ。あの日、あの時。 Time and eternity. あれ、僕生きてる。 まさか本当に過去に戻ったわけじゃ。 ん？ おやおや、この素敵な方はどなた？ あのさ、占いにクレームつけられても困るんですけど。 大地をお代もらってないし、だからクレームじゃないの。トキ、大丈夫だった？トキ、あなたの占い通りにね。あ、ね、トキ、結婚式が襲われるって言った占い師ってこの人？あなた、何か知ってたの？もしもーし、ストップストップ、まず一つ目、 私はあなたじゃなくて巻物。巻物？おお、素敵なお名前。そんで二つ目、あんたちょっと自分見つめ直してみ。結婚式が襲われるよって占ったのはついさっき。それを無視してあんたがどっか行ったのもついさっき。で、今言うことがそれってどういうこと？あ、だいたい 結婚式って半年後でしょ？なんかあんた、未来から来た人みたいじゃん。ドキ。あ、わかった。あれでしょ。王家の人だから時間操れんでしょ。ドキ。なんて。
な噂誰も信じてないっつーの。あんた疲れてんだね。公務が激務なんだね。それほどでも。あんま占いの結果とか深く考えない方がいいよ。特に私のは全部ただの勘だし。勘？勘で襲撃のことを当てたっていうの？っていうか占いの方法って勘以外なんかあんの？あんなら教えてよ。ねえねえねえ。もういいや。話聞いてくれてありがとうね。ドレイク、うち帰るよ。いや、ドレイクもいいけどさ、僕のこと構ってくれても。ドレイク置いてっちゃうよ。てか、そもそもドレイクも。Okay, das wird schon mal lustig. Ich erzähl gleich mehr. Ich lese dann vor. Let's check out the new house. We have gone back 6 months into the past. I'm sure we can stop the wedding attack now. Okay, let's go home. Oh, but I'm a dragon. Let's just get moving. Check out the new house. Okay. Let's check out the new house. Ja, okay. So, Field Controls and Field Map. Left Stick Move, bla bla bla. Ja, okay, das ist erst einmal. Your quest destination is displayed on the minimap. On the minimap. And on your area map. Okay. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, das ist die Kamera, bla 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 blub 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 blub. So geht das hier. Laufen, lief, lauf. Auf jeden Fall, erst einmal, stand ja gerade schon da, wir sind jetzt 6 Monate in die Vergangenheit gereist, um quasi die Attacke auf unseren Hauptcharakter zu verhindern, ne? Dieser ist übrigens momentan im Körper dieses Drachen da, der eigentlich Drake heißt, aber er ist jetzt in diesem Körper drin irgendwie, und wir steuern hier quasi Toki, nennt sie sich, und so läuft das Ganze quasi ab. Also ich glaube, hier geht doch irgendwie, genau, man kann die Kamera noch ein bisschen weit weg machen, denn so gefällt es mir wesentlich besser, es ist wesentlich angenehmer. Und vorweg noch eine Kleinigkeit, ich hatte beim Testspielen zwischendurch einfach mal auch, sag mal, kleine Performance-Probleme des Spiels. Heißt, falls es mal zu Rucklern kommen sollte oder so, oder augenscheinlich die FPS, sage ich jetzt mal, sehr weit nach unten fallen, dann liegt das am Spiel, nicht an meiner Aufnahme. So, auf jeden Fall, ich denke mal, habe alles erklärt. Wir müssen... Unsere Aufgabe ist jetzt, ist es quasi grundlegend, den Anschlag auf bei unserer Hochzeit zu verhindern, sozusagen. Na, wollen wir mal. Wir gehen erstmal zum Speicherpunkt. Das ist nämlich das hier. Das schöne Teil ist nämlich der Speicherpunkt. Ich freue mich auf das Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Blue, Save Point, investigated to be able. To save or load your game. Ja, okay. Sollte eigentlich verständlich sein. Ach ja, Leute. Genau wegen solcher Spiele eigentlich habe ich meinen Kanal quasi aufgemacht und habe mich quasi für das Genre entschieden, was ich quasi hier let's play, die ganze Genre hier. Gerade wegen solcher schönen Spiele hier. Denn dieses Spiel ist wunderschön gemacht und leider auch sehr unbekannt in der Hinsicht. Das kennen leider nicht viele.
Und so eine kleine Information am Rande. Alles in diesem Spiel hier, also alle Charaktere und so weiter und so fort und Settings etc. Alles ist handgezeichnet, laut dem Informationen auf der Verpackung. Heißt, der Entwickler hat hier quasi sehr viel Zeit investiert in die Entwicklung. Also... wollen wir uns mal damit befassen. Ich sag mal so, so kleine Animationsfehler kann man schon mal verzeihen. Gerade wenn es quasi größtenteils... Ja, man sieht es zum Beispiel, wenn man hier losläuft, zum Beispiel. Ist schon, bevor sie die Füße richtig bewegt, ist es schon ein paar Meter weiter gelaufen. Also geschwebt, keine Ahnung, wie das aussieht. Hupa! Das ist aber lustig, finde ich. Ich finde es lustig. Übrigens gibt es, wie ihr seht, es gibt quasi Random-Kämpfe. Also Random halt quasi. Und jetzt wird uns der Kampf werden. Basic! Battle Basics. Ja. When an enemy is far away, you will perform a rifle attack. Press the button repeatedly to perform consecutive attacks. Drake will automatically fight on his own. Also quasi, unsere Aufgabe ist eigentlich bloß, ja, wir müssen uns quasi nur darauf konzentrieren, dass das Toki gut ist. Also, wir drücken der Kreistaste quasi, führen wir Angriffe aus. Und wir haben ein Makaron bekommen. Ist, glaube ich, ein Highlight. Wenn mich alles täuscht. Ja, so funktioniert das quasi. Durch Drücken der Kreistaste. Wiederholen. Beziehungsweise. Durch Button Smashing, auf gut Deutsch gesagt, durch draufhämmern auf die Kreistaste schießen wir quasi hier. Wie bekloppt um uns herum. Sagen. Übrigens, mit Dreieck kommen wir in das Menü hier. Mit dieser schönen Artwork da. Von Toki. Und da können wir quasi alles mögliche einstellen, unseren Status, quasi, das ist in dem Fall unser Equipment können wir hier ändern und unser Status überprüfen, wie man dann ist. Unsere Skills können wir dann hier einbauen, wenn wir denn welche haben. Und hier sind die Items. In dem Fall, ja, man sieht hier eigentlich nur das ganze Items-Dinger. Da unten steht's, der Makarola, das Tool, ist ein magischer Snack, es heilt ein klein bisschen HP. Ja. So, dann haben wir hier die Quests, die wir machen müssen. Die haben wir abgeschlossen. Und die machen wir gerade. Gifts, also Gaben. Das sind, glaube ich, wie nennt sich das? Oh. Leer. Achievements? Leer, keine Ahnung. Nee, das sind, glaube ich. Oh, Skills, genau, Skills sind das. Und hier haben wir halt nochmal, können wir die Option halt nochmal ändern, falls wir irgendwas ändern wollen. Hier ist Drake und hier ist halt Toki. Ja. Einziger Wermutstropfen ist, auf der Karte wird es meistens schon angezeigt, was wir brauchen. So, weiter geht's. Nächster Kampf. So, Changing Position. Man kann natürlich auch unsere Position verändern, ne? Left stick up and down, change your position. Ich muss ja mal kurz gucken, ja genau. When you are up close to the enemy, you will attack with your sword. Genau. Using items with the R2. Ja, ich lasse es auf Deutsch. Mit dem R2-Knopf können wir quasi das Item-Menü öffnen und können dann quasi das Item benutzen. Das zeige ich euch ja mal. So, zack.
Da ist es. Können wir hier auswählen und benutzen. Und dann quasi Changing Position. Warte, das ist einmal das hier. Das hier. Also quasi das hier oder das hier. Ah ja. Oder eben dieses hier. Ah, das ging jetzt nicht. Das ging jetzt da schief. Zack. Und dann können wir quasi hier wieder mit Button Smashing auf die Kreistaste eben die Angriffe ausführen. Jetzt können wir natürlich zurückgehen und halt zack, 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 zack. Und zack, das war's. Das ist das grundlegende Kampfsystem. Kann man sehr schlecht in dem Video erkennen, wie das funktioniert, aber wenn man dann selber mal davor sitzt, dann sieht man dann quasi. Ja, wie gesagt, der einzige Wermutstropfen ist übrigens, dass man auf der Karte größtenteils alles sieht. Zum Beispiel, man sieht, ich bin glaube ich übrigens gerade jetzt Richtung Dings gegangen. Will ich jetzt nicht mehr gar nicht hin. Zum Beispiel, die Truhen sind alle schon markiert. Truhen sind, also weiß man schon, was einen da hinten erwartet, wenn man jetzt hier hinten hingehen, dass es eine Truhe ist, dass es eine Schatztruhe ist. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber naja, ist halt so. So eine kleine Kritik kann das Spiel schon nicht abhaben. Kann das Spiel schon abhaben. So. Und noch weiter kämpfen. Ich glaube, jetzt müssen uns die Skills erklärt werden, glaube ich. Oder? Nee. Die Skills kommen später. Okay. Zack! Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, wir haben ihn. Wunderbar. Ich müsste euch mal die Dings erklären, die Anzeigen erklären. Und wir sind schon bei 22 Minuten, wir müssten gleich mal Schluss machen. Ich mache dann gleich Schluss. Aber ich gehe zum nächsten Speicherpunkt dann. Denke mache ich Schluss. Und ich denke mal, dann werde ich euch im nächsten Part so ein bisschen noch die Anzeigen erklären im Kampf. Also so ein bisschen, wo jetzt kann man eigentlich zwar selber schon erkennen in der Hinsicht, aber. Ach, machen wir es jetzt noch, ist egal. Machen wir es halt jetzt noch. Ja, man sieht ja oben quasi hier. Da oben ist quasi die Energie von Drake. 420 neben dem Drachen, das ist quasi die Lebensenergie von Drake. Die grüne Anzeige, wo die 1764 sind, das ist unsere Lebensanzeige. Und darüber das blaue, das ist unsere SP-Anzeige. Also so eine Art Magie. Und unten ist eigentlich genau dasselbe, nur halt für den Gegner. Und nur das halt Kinder. Partner bei uns, sagen wir mal so. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das Übliche halt. So, hier müsste jetzt leider Speicherpunkt kommen und dann heißt es jetzt schon wieder Part Ende. Leider Gottes. Na, wir machen noch ein paar Kämpfchen. Wir können mal machen. Kann man ja nicht beeinflussen bei Random Fights. Zack, 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 zack. Ja. Und so funktioniert das. Ja, das haben wir auch gerade mal gesehen. Im Endeffekt ist das eigentlich. Das Benutzen von Items geht eigentlich von der Hand, sag ich mal. Du wählst aus und sofort wirkt es quasi, wenn du so willst. Du kannst quasi. Du verlierst quasi keine Zeit dabei, wenn man so will. Sondern du benutzt es, wirst geheilt zum Beispiel und dann kannst du gleich weitermachen oder kämpfen. Ohne groß Pause dazwischen. Oder vielleicht nochmal getroffen zu werden. So, wir speichern jetzt und machen den Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.